Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Red Dead Online. Ja, wir machen mal eine weitere Folge. Wir gehen direkt mal in den freien Modus. Gut, wir könnten auch direkt mal Spielmodus eigentlich starten, aber ich gehe mal lieber in den freien Modus und guck dann erstmal da mal vorbei. Ist jetzt auch wieder ein bisschen länger her, wo wir zuletzt gezockt haben. Oder eher gesagt, ich müsste eigentlich viel mehr von mich reden, weil ich bin ja hier die Person, die zockt. Na egal. So. Da wären wir auch schon. Dann rufen wir mal unser Pferd. Ja, glaube ich. Ja. Okay, doch geht. Komm jetzt. So. Hier mal so rennen. Aha. Rennen. Okay. Ja, wir reiten einfach mal. Und dann gucken wir einfach mal. Wir sind hier gerade noch im Abschnitt, den es auch im ersten Teil gibt. Da hinten haben wir das Camp. Irgendwo, ja. Ah ja, da. Oh, ui, geil, Alter. Ja. Geldtechnisch läuft. Vorne ist irgendeiner gestorben. Was ist denn da los? Gucken wir mal grad.
plündern, ausrauben, warten wir mal, was hier weg ist. Der ist weg. Ah. Was endlich, was sollen wir denn eigentlich mit der? Mit den Deppen. Aber eigentlich können wir die Kutsche nehmen. Warum nicht? Oder? Können wir die nicht klauen, oder? Und mit der kannst du nichts machen. Das ist ja mal schwach. Na gut, dann. Dann tschö. Dann habe ich auch kein Interesse. Ja, brauchst gar nicht so grimmig hier zu machen. Na gut. Der da eben vorbeigeritten ist, der hat auch nichts gesagt. Hat schon immer gewundert, was da überhaupt passiert ist. Naja. Gibt es hier nicht auch irgendwo, zumindest im ersten Teil, soweit ich weiß, gibt es hier irgendwo eine Mine, ne? Oder so. Weil das ist ja eigentlich eine Kopie, soweit ich weiß, ne? Also der Teil, der auch im ersten Teil existiert, der ist ja hier zu 100% nur wenige Jahre, also insgesamt 12 Jahre vorher im Prinzip. Soweit ich das verstanden habe. Also der müsste hier auch schon existieren. Das Spiel spielt hier halt, na wohl, ich meine, der Online-Modus, der hier spielt, glaube ich, ja 1907, also nochmal 8 Jahre neuer als die Story. Vom Zeitgeschehen her. Aber hier irgendwo ist so eine Mine. Boah, hier bin ich, glaube ich, auch noch gar nicht lang geritten. Oder? Ich weiß es nicht. Normal. Lol, man kann die Map runterstufen. Nee, ich habe die lieber ein bisschen größer. Reiten wir mal dahin. Ja, das ist auf jeden Fall safe aus dem ersten Teil. Also, natürlich. Binden wir mal vorbildlich unser Pferd jetzt da hinten an.
Hier kann man hier dran machen, oder? Ah, nicht wirklich. Gott. Was können wir bei denen machen? Ja. Haben wir was? Oh, den Scheiß ab. Boah, haben wir so viel? Schon alles einzeln, aber dann sehen wir auch mal, was das alles ist. Boah, krass, Alter. Alter, können wir das alles mitnehmen? Ist ja krank. Cash kriegen wir auch. Ja, nice. Nice. Ansonsten gibt's nichts mehr. Okay, dann ist gut. Ja, gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da hinten. Oh, so ganz in der Nähe. Ist vielleicht nicht so schlau, hier auf den Schienen zu laufen. Na gut, es gibt ja früher noch keine Schnellzüge. So schnell werden wir ja nicht erwischt. Gut. Also, würde man das hören. So laut, wie die Dinger trotzdem früher waren. Obwohl, gut, heutzutage sind die eigentlich noch viel lauter, die ECEs, wenn die da durchrattern. Ah, egal. Das ist auf jeden Fall cool mit Cutscenes und so. Also, so mehr so Live-Cutscenes, wo man sich auch bewegen kann, aber trotzdem cool gemacht. Hat noch ein bisschen mehr Story-Inhalt, so teilweise, als, würde ich mal sagen, geht Grand Theft Auto Online, also geht ja online. Ich dachte gerade, da sitzt ein kleines Kind drauf. Da habe ich mich aber gerade ein bisschen gewundert. Das wäre gerade ein bisschen lustig gewesen. Haben wir noch Waffen? Ja, ah, Schrotflinte. Ja. Na gut. Reicht hoffentlich. Was für einen Rang haben wir eigentlich? Ich würde mal gerne wissen, was wir sind.
Wo kann ich das hier sehen? Hier, Vorsicht, Hilfe, Fortschritt, ne, wahrscheinlich. Rang Fortschritt, glaube ich. Wir sind Rang 8. Ich möchte eigentlich Rang 15 sein. Hier, den müssen wir unbedingt erreichen. Muss echt mal ein bisschen mehr aktiver zocken. Wir sind eher Rang 8. Das ist ja echt bisschen low. Ist ja echt ein bisschen wenig. Okay, wir wären da. Jetzt müssen wir so ein Gebiet hier absuchen. Ist das, warte mal. Ah, doch, schon ein etwas größeres Stück. Ja, wir laufen einfach hier so unsere erstmal ganz groß im Kreis ab und dann wird der Kreis immer kleiner. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Wir ziehen aber schon mal die Waffe. Vielleicht keine schlechte Idee und dann suchen wir mal hier. Wir haben auch nur 20 Minuten. Ich hoffe, den finden wir. Da hinten ist ein Punkt. Da ist ein Hinweis. Da. Warte. So, hier irgendwo, da ja, genau, da hinten, okay. Wir sind gut auf einem guten Weg. Ja, da hinten. Das ist ja schon eigentlich wieder am Ende, ne? Ja, da hört schon wieder auf. Ich würde sagen, wir steigen mal ab. Untersuchen wir den mal. Da hinten war der nächste Punkt. Ja, gut. Ah, auch ganz in der Nähe. Wir müssen uns beeilen. Wir stehen unter Zeitdruck. Wir haben nur 20 Minuten hierfür. Jetzt rede ich trotzdem schon wieder von ich. Wir. Egal, ich bleibe einfach dabei. Ich gewöhne mir das eh nie ab.
Ah, da. Da ist der Hinweis. Hier. Ja. Untersuchen. Gucken wir mal schon auf der Minimap, ob wir da was angezeigt bekommen. Suche das. Oh. Oh Gott. Oh fuck! Respawn, Alter. Alter, das macht ihr blöden Drecksviecher nicht noch einmal. Ich schwöre jetzt erstmal mein Pferd. Mann, warum hast du so einen Schiss bekommen? Ich wollte dich doch schnell erlegen. Bisschen schneller jetzt hier. Den kralle ich mir. Kackwolf. Immerhin können wir hier und so sagen. Danke, dass du nicht ja irgendwie noch weggerannt bist. Heben wir das Kackvieh mal auf. So. So. Müssen wir hin. Müssen wir wieder zurück. Bisschen schneller. Boah, ich denke, die Zeit sollte reichen. Mensch, wie waren hier Sachen so total gefährlich? Nur für eine Kackwildsau.
Oder nee, nee, Wolf. Wildsau. Kommt hier noch Wildsau. Alter, ganz schön viel weggesteckt, Alter. Was habe ich da reingeschossen? 5, 6 Kugeln? Wahnsinn. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür bekommen. Ich trinke mal was. So. Blöd, dass das nicht so wie bei GTA Online ist, dass man da direkt seinen Rang sieht. Na, immerhin sieht man seine Kohle und so direkt, alles, was man an Zahlungsmitteln besitzt. Ah, jetzt wird das Wetter auch wieder schöner, ne? Es wird auch wieder wärmer. Nachts ist ja immer in der Wüste ziemlich kalt. Guck mal, was wir hier für Wunden haben, ist ja. Ey, ehrlich. Da möchte es aber auch anständig belohnt werden. Da sind wir ja einmal krepiert, weil unser Pferd hier ausgerastet ist. So, da hinten sind wir ja schon dann. Morning. Dann bringen wir mal das Ganze dahin. Nice. $0,36 Gold, $15,40 und Erfahrung. Dann gehen wir mal auf Fortschritt. Rang. Was können wir eigentlich alles mit Rang 8 machen? Mal hier oder mal können wir hier gucken. Was kriegen wir ab Rang 9? Schon andere Sachen.
Obwohl, wir können da mal reingehen trotzdem. Da drinnen kannst du noch irgendwas machen. Da ist ja jetzt so ein anderes Symbol. Na, ist nicht gut. Was? Ach so, hallo. Spuck da einfach hin. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zu guter Letzt starten wir das noch. Noch einen kleinen Multi. Wir sind ja hier in Red Dead Online und nicht in Red Dead Redemption 2, also im Story Mode. Da müssen wir natürlich auch noch einen richtigen Online-Job mit Spielern machen. Das ist ja wohl klar. Sonst kann ich hier die Folge nicht beenden. Beziehungsweise den Stream. Ja, sehr gerne möchte ich. Da geht schon zur Sache, während wir im Ladebildschirm sind. Nice. Dieses Spiel ist nicht mehr verfügbar. Oh, geil. Was ist das denn? Achso. Na, immerhin jetzt immer in der Stadt. Einfach zu. Geht ja mal gar nicht. Gehen wir mal ein bisschen in die Stadt. Hier ist Markt. Aber ich möchte jetzt gerne noch mal eine Mission machen. Was ist das denn?
Komm bitte! Ich kann doch nicht beenden, ohne hier auch mal wirklich Spieler gesehen zu haben. Spieler sind auf jeden Fall hier in diesem Game genug online. Ich bin auch bereit. Kann von mir aus losgehen. Nur 4. Na gut, dann wird es halt ein bisschen nur halb so groß. 8 hätte ich lieber. Naja. Noch einer kommen. Na gut, egal, die Zeit ist jetzt eh gleich abgelaufen. Let's go. Let's go. Fängt ja schon wieder gut an, Alter. Scheiße.
Da ist so einer. Ich benutze doch extra hier Bullet Eye. Und trotzdem reiße ich nichts. Ey, ich bin auch echt noch viel zu niedrig. Muss echt unbedingt mal größer werden hier im Game. Also ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das ist ja aktuell katastrophal. Ach Mann, ich krieg noch nicht mal einen Kill hin. Ah, bin ich schlecht, Alter. Das ist ja Kacke mit meinem Rang. Was haben die anderen für Ränge? Ja, sehe ich nicht. Toll. Ey, jetzt langt's mir bald hier. Ah, das macht doch keinen Spaß mehr. Ich heu ja gleich. Na, ernsthaft, ist ja echt richtig für den Arsch hier. Na ja, egal, eine Hilfe bin ich ja trotzdem. Auch wenn ich zwar sterbe, aber... Ja. Der eine, der klaut die Ware. Also, den Sack. Renn einfach durch.
Muss er denn? So, einmal looten. Geil, endlich. Gott sei Dank habe ich auch mal einen Kill. Oh, Gott sei Dank, wir haben auch mal gewonnen. Ein Kill. Immerhin. Und Stufe 9. Nice. Und $14. 14. Das ist geil. Ich klicke mal auf Fortfahren. Yo, nice, Digga. Oh, fuck, Alter. Das geht ja jetzt ab. Full House hier. Ah, davor, das war noch so eine kleine Einspielphase-Runde. Links da. Jetzt geht. Boah, krass. Gut, eigentlich wollte ich jetzt beenden, aber wenn ich jetzt nochmal sehe, dass das so fett jetzt läuft, vor allem in Stufe 9 kommen, jetzt habe ich richtig Bock, gerade hier anzudrehen. Ach, die haben wir auch schon mal gezockt. Ach, das ist das mit diesem Durchlaufen. Ja, genau. Da ist auch ein geiler Mode. Alter. Hier wird man natürlich jetzt richtig über den Haufen gefetzt. Ja, toll, die Munition wird nicht gerade besser. Scheiße. Runde gewonnen. Runde 2. 9 Sekunden, also 1 Minute und 3 Sekunden geht immer eine Runde. Okay, geil. Ziemlich kurze Runden. Aber dafür ziemlich viele. Also mehrere Runden halt an sich. Deswegen ist das trotzdem voll geil. Gerade das macht's ja auch irgendwie auch geil. Fuck. Jetzt haben wir auch keine Munition mehr, ne? Ah doch, 6 kriegen wir auf jeden Fall immer. Okay. Also ein Magazin. Jetzt komm! Steh ich da rum? Oder er? Man weiß es nicht.
Da. Hä, was macht denn da hinten ein Gegner? Ganz komisch. Das ist halt so in den Spielen, wenn man halt nicht direkt perfekt den Kopfschuss gibt, dann ist vorbei. So machst du einfach keine kranken Kills. Und jetzt sind wir schon in der dritten Runde. Im Tod sind wir da gekommen. Krass. Haben die letzte überhaupt gewonnen? Habe ich das gar nicht mitbekommen. Toll. Aufgeben geht schneller. Aber man kann aber auch. Lol, das habe ich aber auch noch nicht gewusst. Man kann auch verletzt so auf dem Boden liegen. Und dann warten, bis das einer vom Team kommt, ne? Lol. Oh, nice, Alter. Ich brauch fucking Munition. Ich hab keine Munition. Ah, nice. Mann, ich hab keine Munition. Verloren, toll. Ich hätte, glaube ich, doch nicht aufgeben, sondern ich hätte vielleicht einer wiederbelebt. Das hätte vielleicht für den, ja, hätte es vielleicht zu dem entscheidenden Sieg uns geführt. Na gut, kommen wir in die vierte Runde. Alter! Yo! Jetzt rüber! Mann! Man, das ist doch kacke mit der Munition, aber... Ich brauche halt die Munition, die ist halt viel zu knapp. Da kann ich mir die Schrotflinte snacken, ja, immerhin etwas. Haben wir noch Dynamit? Dynamit. Gewonnen. Und was ist das Endergebnis? Haben wir jetzt 0,08 Gold, 6, ja, ein bisschen Geld. Gold haben wir jetzt schon wirklich viel, Alter. Geld will ich noch ein bisschen mehr haben. Ich gehe mal raus. So. Gut, dann würde ich auch sagen, das reicht mal wieder für heute. Heute mal wieder genug gezockt. 47,81 Gold und 499 Dollar und zwar 92 Cent. Ja, Geld können wir noch ein bisschen mehr machen, also
einmal auf die Karte. Haben wir jetzt hier auch so wenig Munition? Das ist komplett leer, Alter. Komm mal hoch. Und einmal drauf da. So. Ist das ein Spiel oder sowas? Was ist das? Spieler werden gar nicht mehr so angezeigt, ne? Oder gar nicht mehr. Vorteile. Aha. Wir gucken nur mal den Fortschritt. Und zwar unter... Vor allem interessiert mich der... Achter und wiederholen Mission. Aber was ist eigentlich mit der Story? Da sind 0%, die sind noch gesperrt. Rang sind wir jetzt bei Rang 9. Aber wieder geile Sachen freigeschaltet. Gucken wir mal die Ränge durch bis 15. Das ist alles 10. Das ist 11. Das ist 12. 13. 14. Und 15. Also das sind unsere fünf neuesten Sachen. Okay. Okay. Ja, ja, noch nicht so viel gemacht. Was war das? Tägliches was? Irgendwas mit Rechnung oder was? Na egal. Ja gut, Leute, ich verlasse jetzt mal hier das ganze Spiel. Spielfortschritt können wir noch mal gucken. Oder ist das jetzt Story? Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
Naja, wir werden es ja sehen. Wir lernen gerade irgendwie Historie, kann das sein? Wahrscheinlich schon. Ja. Komm. Er weiß, das ist halt geiler so. Ja, jetzt geht's aber hier zum Hauptmenü zurückkommen. Danke! Gut, Leute! Das war's. Das war's mit Red Dead Online. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, wenn ihr weiterhin auf den Kanal hier nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich freue mich auch für jeden, der jetzt hier live zugeguckt hat. Ja, ich bin mit raus. Ciao, Leute.